Was wir hinten haben, auf der einen Seite ein 20 Liter Wasserkanister. Ja. Sowie hier ein Spülbecken. Zum Mitnehmen, zum Rausnehmen und zum Aufhalten. Zum Mitnehmen, Rausnehmen kommt dann während der Fahrt hier rein. Ja. So, jetzt haben wir hier auf der rechten Seite. Da kommt der Kocher. Genau, das ist unser Moonbox. Und der ist ziemlich geschickt, das ist unser 360 Grad Tischbein. 360 Grad, weil wir den zum einen so drehen können, aber auch komplett um die ganze Achse. Ja. Moin, liebe Lüt, es ist mal wieder soweit aus dem Segment, wie mache ich meinen Transporter, meinen Bus, jawohl, schnell auch zum Camper, habe ich hier noch was in Freiburg gefunden, was ich euch nicht vorenthalten will. Moonbox, du bist der? Ich bin der Dennis und wir haben eine Moonbox Campingbox, super einfaches Autosystem, muss man nicht ins Auto festschrauben, einbauen, sondern es wird mehr oder weniger einfach reingelegt. Und es ist vor allem für die Leute interessant, die wie hier beispielsweise eine T6 haben oder einfach eine V-Klasse. Wollen wir mal hintergehen und uns unbedingt ein bisschen anschauen? Weil da bin ich nämlich dran hängen geblieben. Das hat mich interessiert. Jawohl. So, jetzt sind wir hier am Heck angekommen und jetzt kriegen wir das alles einmal erklärt. Genau, hier hinten sind wir am Heck angekommen. Grundsätzlich kann man sagen, die Moonbox besteht aus drei Modulen. Mhm. Wir haben hier die hintere Box. Ja. Hier ist das Ganze, hier die ganze Campingküche drin, sowie die zwei Bänke, aber dazu kommen wir dann gleich. Mhm. Was wir hinten haben, auf der einen Seite ein 20 Liter Wasserkanister. Ja. Sowie hier ein Spülbecken. Zum Mitnehmen, zum Rausnehmen und zum Aufhalten. Zum Mitnehmen, Rausnehmen kommt dann während der Fahrt hier rein. Was wir noch haben, eine schöne geräumige Schublade, wo man einiges reinmacht. Was wir jetzt hier noch einmal haben, ist ein ausziehbarer Tisch, den kann man drauflegen, ist auch so ziemlich stabil. Mhm. Und ansonsten können wir den auch komplett rausnehmen. Oh. So, jetzt haben wir hier auf der rechten Seite. Da kommt der Kocher. Genau, das ist unser Moonbox Gaskocher, zwei Brenner Herd. Da kommen dann die Gaskartuschen rein. Ja. Und hier haben wir noch mal eine kleine Schublade an der Seite, beispielsweise für Besteck. Mhm. Genauso wie auf der anderen Seite einen kleinen Tisch, den man hier noch ausklappen könnte. Dann, ne? Genau. Ist hier befestigt, zack, jetzt ist der auch hier stabil. Perfekt. Was wir hier drin jetzt haben, und der ist ziemlich geschickt, das ist unser 360 Grad Tischbein. 360 Grad, weil wir den zum einen so drehen können, aber auch komplett um die ganze Achse. Ja. Das macht es natürlich auch, wenn man alleine beim Einsteigen, wenn man jetzt sich hinsetzen will, ne, man schiebt sich den Tisch so zu der Seite, aus. Setzt sich hin, zieht den Tisch rüber und auf der anderen Seite ist auch ein leichter Eingang. Genau. Wunderschön. So schaut's aus, zum einen leichter, um einzusteigen. Zum anderen, wir hatten auch eine andere Variante mit zwei Tischbeinen, aber dadurch, dass wir das hier an der Seite haben, hat man super viel Beinfreiheit. Ja. Genauso ist dieser Tisch hier in der Schiene eingehängt. Und wenn man den einmal hochholt, dann passt diese Auflage genau in die Präforation links und rechts rein. Ja. Und dann haben wir eben eine Liegefläche. Dann ist es vollflächig geschlossen. Genau. Dann sieht man schon, was jetzt Rückenlehne ist, wird dann zur Liegematratze. Genau, was jetzt Rückenlehne ist, legt man dann in die Mitte. Und dann haben wir eine 2 Meter mal 1,20 Meter hier in dem Modell Liegefläche. Ja. Ja. Genau. Also entweder für zwei Personen und eventuell passen auch noch die Kinder dazu. Ja. Ich sehe jetzt gerade im Hintergrund hier Van Esser Mobilcamping. Das ist nicht von euch. Nee, die sind nicht von uns. Aber ist auch eine pfiffige Ergänzung, was wir da jetzt so sehen. Genau. Wenn man einen Stauraum dazu haben will. Habt ihr da irgendwelche Bezugsquellen dafür? Oder ist es jetzt reiner Zufall, dass das im Messefahrzeug so drin ist? Das ist jetzt reiner Zufall, weil wir haben das Fahrzeug von einem Kooperationspartner von uns gestellt. Ah, okay. Ja, genau. Aber habe ich noch nie gesehen. Diese Van Esser Taschen finde ich jetzt auch mal interessant. Genau, stellen wir bald aber selbst her. Also super. Alles, was wir hier sehen, ist aus unserer hauseigenen Produktion in Polen. Mhm. Also alles made in Europe. Wir versuchen es möglichst nachhaltig zu machen. Ja. Und dadurch haben wir natürlich auch einige Möglichkeiten, jetzt das Ganze ein bisschen weiter auszubauen. Ja. Ja, also wir sehen hier zum Beispiel, hier haben wir das Plastik. Ansonsten eigentlich alle Schrauben, Scharniere, Gaskocher aus Metall. Mhm. Ansonsten alles aus 100% Birkenholz. Ja. Und das ist auch uns ganz wichtig. Hier einmal noch ganz kurz zu erwähnen, wenn wir die Rückbänke hochklappen, haben wir auch nochmal Stauraum. Einen wahnsinnigen Stauraum, jawohl. Jawohl. Das wird auf der anderen Seite natürlich genauso sein. Genau, auf der anderen Seite ist das genauso. Die Moonbox ist wirklich innerhalb von 5 Minuten ein- und auszubauen, weil wir nichts direkt am Fahrzeug befestigen. Also das ist jetzt nicht in die Schienen eingebaut oder sonstiges, sondern wir versuchen das wirklich so zu machen. Für alle Fahrzeuge haben wir verschiedene Größen.
Das nennt sich dann nachher der berühmte formschlüssige Verbund, von wegen Ladungssicherung. Ja, genau. Um die Ladung dann zu sichern, haben wir zum einen links und rechts Rädchen, ja, die man an die Seite schrauben kann. Und ansonsten liefern wir auch Zurgurte mit, weil es eben eine Ladung ist, muss ja während der Fahrt gesichert sein, werden. Ne? Mhm. Ansonsten haben wir wirklich für 98% aller Mini- oder Hochdachvans die passende Moonbox. Bei uns auf der Website, ja, moonbox.de, haben wir einen Fahrzeugfinder. Da gibt man sein Modell ein und ja, dann sieht man die passende Pointe. Wir haben auch gleich nochmal nebenan, ist nämlich so eine Box dann auch nochmal frei aufgebaut. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Genau. Da seht ihr nämlich ein bisschen eine andere Heckausbau. Genau. Hier ist mir jetzt aufgefallen, da bist du noch nicht drauf eingegangen. Wir ja haben jetzt ja hier überall Aussparungen. Ja. Das hat ja einen Sinn und einen Zweck. Ne? Genau, die sind nicht unbedingt optisch, auch wenn sie, finde ich, eigentlich ganz schick aussehen. Ich finde die toll. Also ja, es ist schön angeordnet, man weiß, das hat Sinn und Verstand. Das ist mit Sinn und Verstand und mit Grund gemacht. Genau, aber da haben wir uns ein bisschen auch was bei gedacht. Und zwar sparen wir uns dadurch wirklich enorm Gewicht. Mhm. Zum einen, was dadurch halt natürlich es viel einfacher macht, die Moonbox rein und rauszunehmen. Ja, man hat einfach hier dann auch mal den Punkt, und wo man anfassen kann, um das dann rein und rauszuziehen. Genau so sieht's aus. Also man kann dann halt auch viel besser reinfassen. Ja. Ja, das hintere Teil macht man dann trotzdem am besten mit zwei Personen. Aber mhm, die Bänke sind super leicht, die kriegt man alleine rein und raus. Ja. Aufbauzeit, hattest du schon gesagt, so circa? Wenn man weiß, wie es geht, 5 Minuten. Ja. Wir haben Aufbauanleitungsvideos. Beim ersten Mal kann es natürlich ein bisschen mhm länger dauern. Ansonsten, wir kommen aus der Nähe von Frankfurt, kann man vorbeikommen. Wir bauen die einmal komplett ein, zeigen komplett, wie es funktioniert. Und dann sollte man ready to go sein. Man kriegt sozusagen dann die Ersteinweisung, wie man das bei Wohnmobilen ja auch immer hat. Da geht ihr zum Händler und der ja macht ja euch dann auch erstmal eine Einweisung. Jawohl. Das Set, was wir jetzt hier im Fahrzeug sehen, ist jetzt auf dem Beispielfahrzeug ein T6, ist das, glaube ich? Genau, da, ja. Was wiegt das jetzt? Das wiegt alles knapp 100 Kilo. Das ist nicht viel. Das nimmt euch auch nicht viel dann von eurer Zuladung weg. Ja, ne? Aber trotzdem an sich ist die relativ stabil. Also, mhm, ja. Ja. Daneben an ist gerade frei, das können wir doch mal super nutzen. Jawohl, das passt perfekt. Was wir hier sehen, ist unser Premium-Modell, unsere Premium-Moonbox. Mhm. Zum einen würde ich sagen, fangen wir hier mal an. Die Box ist ein bisschen höher als die andere Box, ja, weil drüben müssen wir die Rücksitze ausbauen. Hier kann man sie umklappen und die Moonbox dann drüber machen. Ja. Ja. Als Unterschied ist, hier haben wir keinen Tisch. Mhm. Dafür ist die aber super stabil. Hier ja kann man sich wirklich draufschmeißen. Ich habe eben gerade hier Kinder drauf richtig gehend rumturnen sehen. Also die ja waren genau hier, die waren schon bald an Vorwärtsrolle und alles Mögliche ja machen. Ja, das war genau mordstabil. Sah lustig aus. Ja, die ist auch ein bisschen schwerer wie knapp 150 Kilogramm. Ja. Liegt jetzt aber nicht nur am Holz, sondern wir haben hier hinten auch ein paar Funktionen. Mhm. Kann ich euch auch gerne mal erklären. So, wenn wir das Ganze mal ausfahren, haben wir hier unseren Kühlschrank, mhm, Kompressor mit 12 Volt, geht bis minus 20 Grad. Ja. Also kann man auch der Kompressor auf 12 Volt, der kann dann auch tatsächlich die Temperatur gut halten. Ja. Ja. So. Braucht ihr natürlich auch eine entsprechende Batterietechnik gegebenenfalls. Ne? Genau, genau, einen richtigen Anschluss. So, hier haben wir ein Spülbecken und wieder unseren Herd. Das ja sieht hier alles ein bisschen mehr Premium aus, deshalb unsere Premium-Box. Und dann können wir hier unten auch mal. Also zum einen hat man hier nochmal ein bisschen Arbeitsplatzenerweiterung. Genau. Und hier unten drunter sind dann die zwei Wasserkanister. Einmal für Frischwasser, ja, Abwasser. Genauso wie die Tanks, die dann hinten mit einem Schlauch verbunden sind. Mhm. Und hier auch gleich schon als Abwassertaxi. No? Jawohl. Ansonsten haben wir hier einmal eine große Schublade für mhm Stauraum. Oder die Schublade ist mir ein bisschen lieber. Hier haben wir ein paar Tools dabei. Wird genauso mitgeliefert. Besteck, Tools, sonstiges, die Axt ja und das ist hier alles reingelegt. Könnte man auch rausnehmen und dann hier drunter noch stauen. Hat man noch eine zweite Ebene darunter, wunderschön. Genau. So, eine nennenswerte Sache an der Box noch, die ist hier hinten noch 119 cm breit, dass sie in die Radkästen reinpasst. Mhm. Haben wir aber auch in verschiedenen Breiten. Und hier vorne haben wir das so gelöst, dass man ich das hier schon dann noch rein und raus. Man kann hier entsprechend so genau anpassen, wie man es dann im konkreten Fahrzeugmodell dann hat von der Breite. Genau, her, um einfach noch ein bisschen mehr den Platz mitzunehmen. Ja, ja. Was wir hier jetzt auch haben, aber das haben wir für alle Boxen. Alle unsere Moonboxen haben wir in 3 Farbvarianten. Mhm. Das hier ist jetzt der UV-Lack. Ich finde, der sieht schön aus, fühlt sich super an, ist vor allem aber kratz- und stoßresistent. Ja. Das ist jetzt mein persönlicher Favorit, was aber eigentlich am meisten bei uns bestellt wird, ist die Naturvariante. Das ist die bei der kleinen Box in der Mitte. Haben, in der Mitte, ne? Genau, das ist ja zum Beispiel eine Box für einen Caddy. Ja. Bisschen kleiner, aber hier einfach eben das Naturholz, unbelassen, Birkenholz. Schön, dass du das gerade sagst, weil das, er sagt das so im Nebensatz für einen Caddy.
Weil wir waren jetzt eben die ganze Zeit auf Van-Größe, Busgröße. Ja. Hier sind wir jetzt mal wirklich so Caddy, die ganz kleine Kategorie, Minicamper. Genau. Auch ein fertiges System quasi dafür. Genau. Was ich hier zum Beispiel auch mal zeigen kann, der Tisch, zum einen auch drehbar, funktioniert ein bisschen anders wie der drüben in der Schiene, sondern der hat hier ein Stecksystem. Ja. Der ist so, genauso können dann wir nimmt man unten, das Beinchen raus. Genau, das Beinchen hier unten ist jetzt festgedreht. Das können wir dann einmal rausnehmen. Mhm. Und dann passt der Tisch, wie drin in der größeren Box, genau hier drauf. Und dann kann man sich drauflegen. Super. Ja, dann haben wir, natürlich liefern wir mal die passenden Auflagen mit. Und was das hier jetzt auch eben passend für den Caddy macht, ist, dass wir nicht diese großen Tischbänke an der Seite haben, sondern wir haben das hier so gelöst, dass man das einfach auf die Rücksitze drauflegen kann. Ja. Das kann man sich jetzt vorstellen als einen Rücksitz. Mhm. Wenn man die Rücksitze ausgebaut hat, nutzt man unser Stützbrett. Ansonsten legen wir das hier so drauf und dann ist das auch ziemlich stabil. Ja, da kann man ordentlich Gewicht drauf unterkriegen. Genau. Und das alles stellen wir wirklich in unserer hauseigenen Produktion in Polen her. Ja. Also kommt alles made in Europe. Mhm. Und ja. Preislich finde ich das Ganze auch eine recht attraktive Geschichte. Wir haben nämlich da vorne, habe ich schon mal so ein bisschen geguckt, sind natürlich nur die Abpreise. Ihr habt immer auch ein bisschen Optionen dabei. Ja. Aber wenn wir jetzt mal durchgehen, das, was ihr als erstes gesehen habt, hier im VW-Bus, was wir danach als Deluxe-Version gesehen haben und das, was wir hier jetzt für einen Minicamper gesehen haben, gib mal einmal so einen groben Preisrichtung. Also Preise komplett so, wie wir es gesehen haben, auch mit allem drin, also mit Schlafauflagen, komplett hinten Gaskocher und so weiter. Mhm. Die kostet 2.800 Euro. Ja. Die hier für den Caddy kostet 2.200 Euro. Ja. Und unsere Premium-Version kostet 4.400 Euro. Und da ist dann auch alles, was ihr eben gesehen habt, alles. Die Axt, das Besteck, ist alles mit drin. Jawohl, alles drin, alles komplett. Mhm. Werde ich euch natürlich unter dem Video wieder verlinken, wie ihr da rankommt. Ne, Kontaktadresse. Jawohl. Hier seht ihr es nochmal, die Modelle mit entsprechenden Abpreisen. Hier könnt ihr euch dann auch direkt mit der Webseite von denen dann verlinken. Das Ganze packe ich euch aber natürlich auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Dann wisst ihr, wohin ihr euch wenden könnt. Für die Moonbox. Und ich danke dir, weil es hat echt Spaß gemacht, dass du mir das alles einmal gezeigt hast. Ja, danke auch fürs schöne Interview. Immer gerne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ihr kennt meinen Spruch, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael und Dennis.